Die UFO-Akten. Auf der Suche nach den Außerirdischen. Project Ghost Rider. Seit Jahrhunderten stellen wir uns die Frage, gibt es fremdes Leben da draußen? Wird es anderen Zivilisationen eines Tages gelingen, unseren Planeten zu besuchen? Die Frage dagegen, die sich der US-Regierung stellt, könnte lauten, geben wir die Existenz überhaupt von Außerirdischen zu? In den letzten 50 Jahren hat sich ein Verdacht verdichtet, dass man uns nicht die Wahrheit sagt, dass man die Menschen für unmündig hält, der Realität ins Gesicht zu sehen. Sind bereits fliegende Untertassen auf der Erde gelandet? Hat man die Piloten geborgen und sich deren Technologie zunutze gemacht? Die Regierungen der Welt schweigen oder streuen Desinformation aus. Niemand kennt die Wahrheit, bis eine geheimnisvolle Akte auftaucht. Das Projekt Ghost Rider. Nevada, 10. September 1995, 13.17 Uhr. Die Düse fauchte und eine Flammenzunge fuhr durch die kreisrunde Öffnung in den Heißluftballon. Nach 5 Sekunden schloss Jeff Foggery das Ventil wieder, wartete 20 Sekunden und wiederholte den Vorgang. Connie Milton spürte, wie der Ballon langsam stieg. Aus gut 700 Fuß Höhe war die Bewegung mit bloßem Auge nicht zu erkennen, aber ihr Magen meldete ihr jede Steigerung wie ein empfindliches Maßgerät. Sie kuschelte sich dicht an Frances heran. Nicht, dass ihr schlecht war. Sie genoss den Flug. Die Aussicht war grandios, das Wetter herrlich, die Luft klar. Und mit etwas Glück würden sie sogar das Death Valley sehen können. Jeff hatte angekündigt, mindestens auf 1500 Fuß über den Grund zu steigen. Frances legte den Arm um die Taille. Seine Hand streichelte ihren Rücken. »War das nicht eine gute Idee, Schatz?«, fragte er. »Ist doch mal was anderes, als immer zum Lake Tahoe zu fahren.« Connie nickte. Es war ihr 7. Hochzeitstag und anfangs war sie von der Idee ihres Mannes gar nicht begeistert gewesen. Sie litt zwar nicht unter ausgesprochener Flugangst, aber sie flog auch nicht gerne. Allerdings, das hatte Jeff ihr noch vor dem Start klar gemacht, flog man mit einem Ballon auch nicht, man fuhr. Er hatte ihr mit seiner freundlichen, ruhigen Art sofort die Angst genommen. Und nach den ersten Minuten der Beklommenheit hatte Connie begonnen, den Flug oder die Fahrt zu genießen. Jetzt wünschte sie sich nur, dass sie nie enden würde. Die Luft war warm und scheinbar windstill, da der Ballon in der gleichmäßigen Strömung trieb. Das ausgedörrte Land breitete sich im hellen Sonnenlicht unter ihnen von Horizont zu Horizont aus und leuchtete in den unterschiedlichsten Braun- und Gelbtönen mit grünen und roten Farbtupfern durchgesetzt. Ein paar Schäfchenwolken zogen sich über einen tiefblauen Himmel. Weit im Westen über der Sierra Nevada türmten sich Cumuluswolken auf, aber Foggery hätte versichert, dass das Wetter halten würde. Und mittlerweile war Connie bereit, ihm alles zu glauben. Jeff Foggery arbeitete seit mehr als 20 Jahren als Ballonführer und hatte bis jetzt nicht einen einzigen Unfall gehabt. »Sehen Sie da, da drüben?« Er deutete mit einer sonnengebräunten Hand nach Norden. Connie folgte dem ausgestreckten Zeigefinger mit den Augen und entdeckte schließlich 2 glitzernde Punkte, die in rund einer Meile Entfernung etwa in einer Höhe schräg auf sie rasten. »F-16 Abfangjäger der Air Force«, erklärte Foggery. »Ungewöhnlich, dass sie hier in der Höhe fliegen. Ich habe mich vor dem Start erkundigt, aber nichts von irgendwelchen Flugmanöver erfahren. Und sie sind verdammt schnell.« »Das waren sie.« Connie krallte unbewusst die Finger in den Arm ihres Mannes, als die Jets keine 300 Fuß entfernt an ihnen vorbeischossen. Erst jetzt erreichte sie das Brüllen der Triebwerke. Die Jäger mussten mit nahezu Schallgeschwindigkeit fliegen. Jeff Foggery drehte sich so schnell herum, um ihnen mit den Blicken zu folgen, dass die Gondel zu pendeln begann. Connie sah sein sonst so gemütliches und ruhiges Gesicht im Profil. Es hatte sich angespannt und wirkte plötzlich scharf. »Was zum Geier«, murmelte er. »Das ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Luftfahrtbestimmungen. Hier finden keine angemeldeten Flugmanöver statt.« Connie lockerte ihren Griff. Frances rieb sich demonstrativ den Arm, starrte aber wie seine Frau den Jets hinterher, die in der Ferne zusammenschrumpften. Das Trommelfeld zerreißende Kreischen verwandelte sich in ein dumpfes Dröhnen, das noch lange nachhallte. Die Jäger drehten nach Osten ab und verschmolzen mit dem Blauen des Himmels. Das plötzliche Fauchen des Gasbrenners ließ Connie zusammenfahren, als Foggery die Luft in der Ballonhöhe wieder aufheizte. Er murmelte immer noch verärgert vor sich hin und starrte nach Osten, als befürchtete er, die F-16 könnten zurückkommen. Dann drehte er sich zu einem Kunden um und deutete auf die Fotokamera. »Können Sie damit vernünftig umgehen? Ich meine, taugt der Apparat dazu, schnellfliegende Objekte aus nächster Nähe scharf aufzunehmen?« Frances nickte. »Ich glaube schon. Meinen Sie, die kommen nochmal zurück?«
Foggery überprüfte kurz den Höhenmesser und schickte einen weiteren Feuerstoß in den Ballon. Wahrscheinlich nicht mehr so nah. Wenn doch, dann möchte ich ein Bild. Haben Sie Streit mit der Air Force? Erkundete sich Conny. Der Ballonfahrer spuckte über den Rand der Gondel. Die Burschen halten sich für etwas Besonderes, für die Könige der Luft. Dabei sind sie nur laut, verpesten die Luft und kosten die Steuerzahler eine Menge Geld. Unvermittelt grinste er wieder, obwohl es bestimmt verdammt viel Spaß macht, so eine Rakete durch den Himmel zu reiten. Da kommen sie wieder, rief Francis und deutete nach Osten. Die Jets hielten direkt auf sie zu, flogen diesmal aber deutlich höher und drehten noch früher ab, mindestens eine halbe Meile entfernt. Sie verschwanden in südliche Richtung. Francis, der die Kamera bereitgehalten hatte, ließ sie wieder sinken. Foggery wirkte beinahe enttäuscht. Naja, sagte er ein paar Minuten später, nachdem wieder vollkommene Stille eingekehrt war. Dann haben die Burschen eben Glück gehabt. Ich schätze, wir sind die endgültig los. Das glaube ich nicht, widersprach Conny. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt und spähte aus zusammengekniffenen Augen schräg nach oben in den Himmel, fast in die gleißend helle Sonne. Jetzt kommen sie von da oben, zumindest einer von ihnen. Die beiden Männer folgten ihrer Blickrichtung. Es dauerte eine Weile, bevor Foggery einen hellen Lichtpunkt direkt vor einem dünnen Dunstschleier entdeckte. Das ist kein Jet, murmelte er. Zu statisch, vielleicht ein anderer Ballon oder ein Ultraleichtgleiter. Er griff nach seinem Fernglas und richtete es auf das funkelnde Objekt, aber es stand zu nah bei der Sonne. Foggery fluchte, ließ das Glas wieder sinken, rieb sich die Augen und drückte die Sprechtaste seines Funkgeräts. »Hier Ballon LH-J012«, sagte er laut und deutlich in das Mikrofon, gefolgt von der genauen Positionsbestimmung und Flughöhe. »Unbekanntes Flugobjekt, Südost auf etwa 4000 Fuß, bitte melden!« Er ließ die Taste los, aber aus dem Funkgerät klang nur ein leises Rauschen. Statt sich zu ärgern, grinste Foggery breit und betätigte den Brenner fast 10 Sekunden lang. Er wirkte plötzlich hellwach und ungeduldig und starrte immer wieder zu dem schimmernden Punkt empor, der wie festgenagelt am Himmel zu sehen schien, wie ein heller Stern, mitten am Tag. Jeff, meldete sich Francis zu Wort. Ihre Meldung, dieser Ausdruck, unbekanntes Flugobjekt, Sie meinen damit doch nicht etwa... Er ließ den Rest des Satzes offen. Was Sie meinen, ist ein unidentifiziertes Flugobjekt, erwiderte Foggery und feuerte den Ballon erneut an. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Aber um die Wahrheit zu sagen, ich hoffe, dass Sie recht haben. Der Ausfall des Funkgeräts ist ein typisches Symptom. Conny verspürte wieder diesen leichten Druck im Magen. Sie hoffen es? Fragte sie verblüfft. Wollen Sie nicht eher sagen, Sie befürchten es? Foggery schüttelte mit Nachdruck den Kopf. Sein Blick huschte zwischen den kleinen Armaturenbrett mit den Kontrollanzeigen und den hellen Punkt, der scheinbar tiefer gesunken war, hin und her. Wie er ihn vorhin erklärt hatte, durfte man die Luft im Ballon nicht über einen bestimmten Punkt aufheizen, um nicht Gefahr zu laufen, die Hülle zu beschädigen, und er war schon an die äußerste Grenze gegangen. Conny fühlte sich schwindelig, verängstigt und gleichzeitig aufgeregt. Die Luft schien ihm Substanz zu gewinnen, irgendwie plastisch zu werden, und Conny verspürte den verrückten Drang, über den Rand der Gondel springen zu müssen, um wie ein Fisch durch die warme, klare Luft zu schwimmen. Francis hatte die Kamera gehoben und richtete sie auf den glitzernden Punkt, der allmählich zu einer schief im Himmel hängenden Scheibe heranwuchs. »Verrückt«, flüsterte er immer wieder. »Das ist völlig verrückt. Das muss ein anderer Ballon sein oder eine Luftspiegelung oder ein Zeppelin. Was auch immer es sei«, sagte Conny. »Vielleicht ist es das, wonach die Jets gesucht haben.« »Gut möglich«, erwiderte Jeff Foggery. Die Gelassenheit war von ihm gefallen. Er wirkte aufgeregt wie ein kleiner Junge unter dem Weihnachtsbaum, aber seltsamerweise vertraute ihm Conny immer noch bedingungslos. »Wäre nicht das erste Mal.« »Was meinen Sie damit?«, fragte Francis. Foggery grinste wie ein Klavier. »Dies ist Nevada«, erklärte er. »Der Staat, in dem buchstäblich jeder schon einmal ein UFO gesehen hat.« »Sie auch schon?«, wollte Conny wissen. Sie hatte die rechte Hand um den Rand der Gondel gekrallt, die linke um den Gürtel ihres Mannes. »Ich habe einiges am Himmel gesehen, das ich nicht eindeutig identifizieren konnte«, wiegelte Foggery ab. »Und ist nicht genau das die Definition eines UFOs? Ein unidentifiziertes Flugobjekt? Was noch lange nicht heißt, dass es eine fliegende Untertasse sein muss.« »Sieht aber ganz danach aus«, murmelte Francis. Das Objekt hatte mittlerweile die Größe einer 5-Zentimeter-Münze angenommen. Wie groß es wirklich und wie weit es entfernt war, ließ sich nur ungenau abschätzen.
Es hatte die klassische Untertassenform und schien aus einem nahtlosen Stück zu bestehen. Ob es nur das Sonnenlicht reflektierte oder von selbst leuchtete, ließ sich unmöglich feststellen. 1800 Fuß über Grund, 4300 über Meereshöhe, sagte Foggery. Achtung, wir stoßen gleich in eine andere Luftströmung. Er zog an der Reißleine, die eine Klappe in der Kuppel des Ballons öffnete, um etwas heiße Luft entweichen zu lassen. Fast im gleichen Augenblick begann der Ballon zu schaukeln und Conny spürte einen kühlen Luftzug in ihrem erhitzten Gesicht. Ihre rechte Hand krallte sich fester um den Rand der Gondel. Foggery ließ die Reißleine los und schnappte sich wieder das Fernglas. Sie befanden sich jetzt fast auf gleicher Höhe mit dem silbern schimmernden Objekt und der Ballon stieg immer noch. Der Wind kommt jetzt aus Nordwesten, stieß Foggery zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Mit etwas Glück kommen wir noch etwas näher ran. Bei Gott, das Ding sieht fantastisch aus. Los Frenches, schießen Sie ein Foto. Ich glaube kaum, dass ich bei dieser Gelegenheit ein bräuchliches Bild hinkriege, keuchte Frenches, schoss aber trotzdem zwei Bilder. Geben Sie mir das Glas, bat Conny. Foggery reichte es ihr und checkte hastig die Kontrollanzeigen und das Funkgerät, das immer noch tot war. Conny hatte ein wenig Mühe, das Objekt durch das Fernglas zu finden und erschrak, als es plötzlich stark vergrößert vor ihr erschien. Obwohl es keine erkennbaren Strukturen aufwies, hatte sie den Eindruck, dass es wie ein Frisbee rotierte. Durch das Zittern ihrer Hände und das Schwanken der Ballongondel schien es einen verrückten Tanz aufzuführen. Aber als Conny das Glas sinken ließ, sah sie das UFO noch immer reglos an der gleichen Stelle und verharrte. Sie trieben langsam seitlich an ihm vorbei, höchstens 500 Fuß entfernt. Frenches schoss ein weiteres Foto. »Los, gib mir das Glas«, forderte er seine Frau ungeduldig auf. Aber dann verharrten seine Hände auf halber Strecke. Das silbrige Schimmern erlosch übergangslos und ging in ein sanftes Rosa über, das zuerst unmerklich, dann immer stärker zu pulsieren begann. Es gab keine bestimmte Quelle für das Licht. Das ganze Objekt strahlte gleichmäßig, als würde es von innen heraus beleuchtet. Mit jedem Pulsieren wurde das Leuchten intensiver und dunkler, verwandelte sich schließlich in ein Kirschrot. Die drei Menschen hielten den Atem an, bis auf das leise Rauschen des Windes. Plötzlich schoss das UFO so blitzschnell vor, dass das Auge der Bewegung nicht mehr folgen konnte. Es war, als wäre es ohne Zeitverzögerung über eine Distanz von mindestens 300 Fuß gesprungen. Und trotzdem war noch immer kein Laut zu hören. »Völlig unmöglich«, krächzte Foggery. Die Scheibe schwebte jetzt keine 200 Fuß mehr von dem Ballon entfernt. Selbst wenn der Antrieb lautlos funktioniert, müsste das Ding bei dieser Geschwindigkeit Geräusche verursachen. Und bei dieser Größe müsste uns die plötzliche Luftveränderung gründlich durchschütteln. »Vielleicht ist das nur eine Halluzination«, schlug Conny wenig überzeugend vor. »Die wir alle drei gleichzeitig erleben?«, fragte Foggery. »Nein, das Ding ist so real wie dieser Ballon. Wir werden es spätestens wissen, nachdem ich den Film entwickelt habe«, sagte Frenches. Er wechselte ihn mit fliegenden Fingern gegen einen neuen aus. »Damit kommen wir auf die Titelseiten aller Zeitungen und Magazine. Leute, wir werden reich und berühmt.« Conny fühlte sich von einer merkwürdigen Euphorie erfasst, die nichts mit der Aussicht auf Ruhm und Reichtum zu tun hatte. Doch in das Gefühl der Euphorie mischte sich unmerklich eine zunehmende Verwirrung und Beklemmung. Sie vernahm ein leises, unangenehmes Summen, das eher durch den Schädelknochen als durch die Ohren zu ihrem Gehirn vorzudringen schien. Sie schüttelte den Kopf, aber das Summen blieb. Es schwoll sogar weiter an und wurde dumpfer. Die drei sahen aneinander an. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, zog Foggery an der Reißleine. Der Ballon sackte mit einem spürbaren Ruck ab. Trotzdem blieb das UFO auf gleicher Höhe und in der gleichen Position. Das Summen verwandelte sich in ein Brummen. »Wer weiß, ob die freundlich sind«, flüsterte Conny. Sie klammerte sich an Frenches fest, der die Kamera losließ und die Arme um die Schultern seiner Frau schlug. Und er hatte selbst nicht sagen können, ob er sich beschützen wolle oder nur selbst einen Halt suchte. Foggery entließ noch etwas Luft. Der Höhenmesser begann mit beängstigter Geschwindigkeit zu fallen. Doch das UFO lässt sich nicht abschütteln. Es hing in einem Winkel von rund 45 Grad neben dem Ballon. Das Kirschrot hatte sich zu einem düsteren Purpur verdunkelt und das Brummen fiel unter die Hörgrenze. Conny hatte das Gefühl, als würden sich ihre sämtlichen Eingeweide umdrehen. Auf einmal strahlte die Scheibe blendend hell auf und sprang genauso unvermittelt zurück, wie sie zuvor herangeschossen war. Im gleichen Moment fiel das undefinierbare Gefühl der Beklemmung und Verwirrtheit von den drei Menschen ab und machte einer ganz realen Angst Platz. Unter ihnen näherte sich die Erde mit furchteinflößender Geschwindigkeit.
Fogarty fluchte lauthals und schickte einen unverantwortlich langen Feuerstoß in die Ballonhülle. Conny hatte nicht den Eindruck, dass sich der Sturz dadurch nennenswert verlangsamte. Sie entdeckte das UFO in mindestens 1000 Meter Entfernung. Es schimmerte jetzt wieder silbern und wandte ihnen die schmale Seite zu. Wieder klang ein lautes Fauchen auf, als Fogarty den Brenner erneut feuerte. Und dann wurde das Fauchen von einem schrillen Kreischen übertönt. »Die Jets kommen zurück«, schrie Frances über den Lärm hinweg. »Sie haben das UFO vertrieben.« »Halleluja«, knurrte Fogarty, den Blick auf die Temperaturanzeige und den Höhenmesser gerichtet. Wie immer erschien die Kavallerie im letzten Moment, um den weißen Mann vor dem Wilden zu retten. »Stürzen wir ab?«, fragte Conny tonlos. »Die Landung könnte vielleicht etwas rau werden«, gab Fogarty zurück, »aber wir werden es schaffen.« Frances hatte die Fassung wiedergewonnen, riss die Kamera hoch und schoss ein Bild nach dem anderen. Kurz bevor die Jäger es erreicht hatten, stieg das UFO mit einer wahnsinnigen Beschleunigung in einer eleganten Kurve in den Himmel und war Sekunden später verschwunden. Die Piloten zogen ihre Jets nach oben, aber im Vergleich zu der Flugscheibe schienen sie geradezu zu kriechen. »Verdammt«, stieß Fogarty plötzlich hervor. Conny folgte seinem Blick mit den Augen und spürte, wie sich ihr Magen verkrampfte, als sie einen dünnen Riss in der Ballonhülle entdeckten. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch dann biss sie sich auf die Lippen. Das Funkgerät erwachte krachend wieder zum Leben und rauschte laut. Unverständliche Wortfetzen und ein nervtötendes Auf- und Abschwellendes Jaulen drangen aus den Lautsprechern. Gleichzeitig tönte von irgendwoher ein Rattern auf, das immer lauter wurde. »Ein Hubschrauber«, rief Frances. Conny drehte sich um und erblickte den Helikopter im Norden. Auch die Jets tauchten wieder auf. Vielleicht waren es aber auch andere. 012, landen Sie, quäkte der Lautsprecher. Ballon LHY012, landen Sie sofort. Idiot, fauchte Fogarty, ohne sich die Mühe zu machen, den Funkspruch zu erwidern. Wonach sieht das wohl aus, was ich hier mache? Er starrte nach oben, schickte einen kurzen Feuerstoß in die Hülle und stellte den Brenner sofort wieder ab. »Okay, Leute«, sagte er, »das sieht schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist. Wir kommen nicht schneller runter als ein Fallschirmspringer. Haltet euch gut fest, geht etwas in die Knie und springt erst dann aus der Gondel, wenn ich es sage.« Er drehte den Gashalm ab. Die kleine blaue Flamme erlosch. Dann zog er an zwei Hebeln. Conny, die über den Rand der Gondel nach unten spähte, sah zwei Säcke zu Boden fallen. Ballast für einen Notfall wie diesen. Der Sturz des Ballons verlangsamte sich merklich, erschien ihr aber immer noch viel zu schnell. Sie spürte Frances Hand an ihrer Wange und sah kurz zu ihm hinüber. »Keine Angst, Schatz«, sagte er. Er lächelte ihr aufmunternd zu, aber es war ein quälendes Lächeln. »Wir schaffen das schon.« Conny nickte und strich flüchtig über seine Hand, bevor sie wieder die Brüstung der Gondel umklammerte. »Wir sind gleich unten«, schrie Fogarty. »Ihr müsst die Knie etwas beugen. 3, 2, 1, jetzt!« Der Aufprall war weniger stark als erwartet, aber die Gondel legte sich schief und Conny verlor beinahe den Halt. Fogarty zog die Reißleine bis zum Anschlag durch. Die Gondel schleifte schräg über den ausgetrockneten Boden und wirbelte eine Staubwolke auf. Der Ballon neigte sich zur Seite. »Okay, raus jetzt«, brüllt Fogarty. »Schnell!« Conny kletterte hastig über die Brüstung und verlor den Halt, als ein Ruck durch die Gondel lief. Sie landete mit rundernen Armen auf den Rücken im Staub und sah, wie Frances dicht neben ihr auf den Füßen aufkam und sich abrollte, als hätte er das schon 100-mal getan. Er sprang sofort wieder auf, war mit einem Satz bei ihr und kniete sich neben sie. »Alles in Ordnung, Schatz?«, fragte er besorgt. »Bist du verletzt?« »Ich glaube nicht«, krächzte sie und schnappte mühsam nach Luft. Frances schob die Arme unter ihre Schultern und zog sie vorsichtig hoch. »Was ist mit Jeff?« »Dem geht es gut«, sagte Frances und presste sie an sich. »Mein Gott, vielleicht war es doch keine gute Idee, diesmal nicht zum Lake Tow zu fahren.« Erst jetzt bemerkte Conny wieder das Knattern der Rotorblätter. Sie löste sich aus den Armen ihres Mannes, drehte sich um und sah den Hubschrauber in sicherer Entfernung aufsitzen. Einen Moment lang verschwand er in der Wolke aus Sand und Staub, und dann wurde er wieder sichtbar. Eine Handvoll Soldaten sprangen aus der Seitentür und liefen auf sie zu. Einige hielten Gewehre in den Händen, und der Anblick erschien Conny so absurd, dass sie gegen ihren Willen lachen musste. »Apokalypsen-Feeling«, fuhr es in ihren Kopf. »Was ist los?«, fragte Frances verwirrt. »Ist wirklich alles in Ordnung mit dir?« Conny nickte.
Nachdem sie einmal zu lachen begonnen hatte, konnte sie einfach nicht mehr damit aufhören. Zwei Soldaten im Kampfuniform hatten sie erreicht und gingen neben ihnen in die Hocke. Jeff Foggery stand ein paar Meter mit hängenden Schultern daneben, die Hände in den Hüften gestemmt und schüttelte immer wieder den Kopf. Die Soldaten umdringten ihn, als wäre er ein feindlicher Krieger, aber er beachtete sie überhaupt nicht. »Ma'am, Sir, sind Sie verletzt?« fragte einer der Soldaten. Connie stemmte sich vorsichtig hoch und begann in einem automatischen Reflex, sich den Schmutz aus den Jeans zu klopfen. Ihr Lachen hörte genauso abrupt auf, wie es begonnen hatte. »Wir sind in Ordnung«, erwiderte Francis. Er strich sich das Haar aus dem verschwitzten Gesicht. »Glaube ich wenigstens.« »Dann kommen Sie bitte mit zum Hubschrauber«, sagte der Soldat, den Winkeln an seinen Schultern nach, ein Corporal. »Wir bringen Sie zu unserem Stützpunkt. Dort wird man sich um Sie kümmern.« Drei Soldaten führten Foggery bereits zum Hubschrauber. Obwohl sie ihre Waffen nicht im Anschlag hatten, sah es so aus, als würden sie einen Kriegsgefangenen abführen. Ein paar andere standen um den Ballon herum. »Heißt das, wir sind verhaftet?«, erkundigte sich Connie wie betäubt. Plötzlich hatte sie das irrationale Gefühl, bei etwas Verbotenem ertappt worden zu sein. »Nein, Ma'am«, sagte der Corporal, nicht unfreundlich. »Wir wollen nur sicher gehen, dass ihnen wirklich nichts passiert ist. Man wird sie untersuchen und dann wieder nach Hause gehen lassen.« »Und man wird uns eine Menge Fragen stellen«, dachte Connie. Sie fühlte sich auf einmal seltsam ruhig und ihre Gedanken waren glasklar. Sie sah ihren Mann an und ihr Blick fiel auf den Fotoapparat, der noch immer an seiner Brust baumelte. »Und man wird uns das Film wegnehmen.« Niemand sprach mit ihnen, als sie mit dem Hubschrauber zu einem unbekannten Ziel geflogen worden sind. Die meisten Soldaten waren bei dem abgestürzten Ballon zurückgeblieben. Trotz des Fluglärms konnte Connie ein paar Wortfetzen des Piloten aufschnappen, der offensichtlich in ständiger Funkverbindung mit den Jets stand. Das meiste war unverständlich, militärisches Kauderwelsch, aber zweimal schnappte sie einen Begriff auf, der irgendwie unheimlich und bedrohlich klang. Ghost Rider. Houston, Control Center, Texas, 10. September, 13.35 Uhr. Cliff Conroy verfügte über die unheimliche Fähigkeit, sich nahezu unsichtbar zu machen. Wenn alles reibungslos ablief, zog er es vor, im Hintergrund zu bleiben und seine Mitarbeiter unauffällig zu beobachten. Im Augenblick lief alles reibungslos. Die Daten des Shuttle-Fluges flossen störungsfrei durch die unsichtbaren Pfade des Computernetzwerks und ließen das umfangreiche digitale Archiv weiter anwachsen. Die Datensicherungsabteilung war durch seine schalldichte Glaswand vom eigentlichen Flugüberwachungszentrum getrennt. Cliff konnte die riesigen Bildschirme an den Wänden und die endlosen Reihen der Terminals sehen, an denen ein Heer von Wissenschaftlern und Technikern den Shuttle-Flug überwachte. »Oh nein, nicht schon wieder«, stieß plötzlich ein junger Mann hervor. Cliff fiebelte herum, schlagartig, alles andere als unsichtbar und unauffällig. Mit drei großen Schritten war er an dem Terminal des jungen Mannes und drehte den schwenkbaren Monitor zu sich herum. »Raus aus dem Netz«, befahl er knapp. »Schon gesehen, Chief«, meldete er dem Informatiker. Er starrte auf den Bildschirm, auf dem die Karikatur eines Weihnachtsmannes Zahlen und Datenkolonnen in einen Sack packte. Jedes Mal, wenn ein Datensatz verschwand, erschien eine Sprechblase über der Gestalt »Ho, ho, ho«. »Ich kann wirklich nichts dafür, Chief«, versicherte der junge Mann. »Ich habe seit dem letzten Mal nicht mehr...« »Schon gut«, unterbrach ihn Cliff und hastete bereits zu seinem Master-Terminal. Seine Abteilung war durch mehrere Sicherheitspuffer von der eigentlichen Flugoperationskontrolle getrennt und die Daten flossen nur in eine Richtung. Santa Claus war ein an sich harmloses Virus, das nicht mehr tat, als Bildschirme zu löschen, und es ließ sich leicht beseitigen. Aber allein die Tatsache, dass es wieder im Netz aufgetaucht war, gab ihm zu denken. Ein letzter kurzer Check ergab keine Anzeichen für einen weiteren Befall. Trotzdem informierte Cliff vorsichtshalber seinen Chef Paul Batista und ließ sich zu Jeremy Clavis im Flugüberwachungszentrum durchschalten. »Was ist los, Chief?« klang Jeremys phlegmatische Stimme aus dem Lautsprecher. Cliff konnte seinen Gesprächspartner durch die schallisolierte Glaswand sehen und die Meldungen des ständigen Dialogs zwischen dem Space Shuttle und der Bodenstation im Hintergrund hören. »Santa Claus ist wieder bei uns unterwegs«, sagte Cliff. »Ich denke, dass ich die Sache im Griff habe, aber ich wollte dich trotzdem vorsichtshalber informieren.« »Haben deine Jungs in der Mittagspause mal ihre eigenen Programme gefahren?«, fragte Clavis. »Cliff, du solltest den Burschen wirklich nicht so viel Freiheit lassen.« »Aber ich...« »Moment mal.« Er setzte sich ruckhaft auf und drehte sich um. »Muss abschalten«, sagte er gehetzt. »Danke für die Warnung.
Es knackte kurz in den Lautsprechern, aber die Verbindung brach trotzdem nicht ab. Clavis schien versehentlich auf einen anderen Kanal umgeschaltet zu haben. »Hier Houston, Control«, hörte Cliff eine angespannt klingende Stimme. »Bitte wiederholen Sie Ihre Meldung.« »Wiederhole, ich melde einen Ghostwriter«, ertönte blechend die Stimme des Shuttle-Kommandanten. Es folgte eine Reihe von Himmelskoordinaten, mit dem Cliff wenig anfangen konnte. Er sah, wie Clavis Kopf herumfuhr und der Mann hektisch mit den Armen wedelte. Ein paar Männer und Frauen verließen ihre Arbeitsplätze und wurden sofort von Kollegen ersetzt. Der außerplanmäßige Schichtwechsel verlief eilig, aber diszipliniert. Cliff entdeckte ein paar Offiziere in den Uniformen der Air Force. Er runzelte verblüfft die Stirn. Es war offensichtlich, dass das Gespräch zwischen dem Shuttle und der Bodenstation nicht in den Kontrollraum übertragen wurde. Denn außer den ausgewählten Männern und Frauen schien niemand darauf zu reagieren. Der Betrieb lief ganz normal weiter, als wäre nichts geschehen. »Hier Houston Control, wir haben nichts auf dem Radar. Beschreiben Sie Ihre Sichtung.« »Das Objekt nähert sich.« Die Stimme des Shuttle-Kommandanten ging in einem maschinengewehrartigen Rattern unter und wurde übergangslos wieder deutlicher. »Etwa 20 Meter im Durchmesser. Keine deutlichen Konturen. Führt jetzt einen abrupten Kurswechsel durch und beschleunigt auf rund 60.000. Es folgte ein unglaubliches Stöhnen. Dann klang die Stimme wieder ruhig und beherrscht. »Das Objekt ist jetzt...« Der Lautsprecher verstummte unvermittelt. Clavis starrte Cliff durch die Glaswand an, schüttelte langsam den Kopf und legte sich die Hand auf den Mund. Cliff erwiderte den Blick, bis Clavis sich abwandte und mit einer Frau am Nachbarspult sprach. Als Cliff sich umdrehte, bemerkte er die fragenden Blicke seiner Mitarbeiter. Er hatte keine Ahnung, wie viel sie von dem Dialog zwischen dem Shuttle und der Kontrollstation mitbekommen hatten. Hoffentlich nicht zu viel. Der Lautsprecher auf dem Schreibtisch war nicht sehr leistungsstark. »Okay, Leute, genug getrödelt«, sagte er laut. »Konzentriert euch wieder auf die Arbeit. Was da unten los ist, geht uns nichts an.« Manchmal war es wirklich ratsam, nicht zu viel zu wissen. Auch wenn die NASA eine zivile Einrichtung war, führte sie doch den ein oder anderen Auftrag für das Militär durch, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Cliff pfiff, gedankenverloren vor sich hin, während er sein selbst entwickeltes Virensuchprogramm lud, dem er den bezeichneten Namen McCarthy gegeben hatte. Irgendwie fand Cliff den Namen passend für ein Programm, das gründlicher als jedes andere war, das er kannte. Es dauerte eine Weile, bevor ihm bewusst wurde, welche Melodie er da vor sich hinpfiff.